Komme ich hier hoch? Ja, komme ich. Hier kommt man auch gut rein. Das Fischerhütchen ist jetzt halt außerhalb, ne? Aber ich meine, das kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren. Was piept mir denn hier gerade ins Ohr? Ist ja auch nicht so doll, ne? Nur das Blöde ist, hier muss das jetzt wieder höher, ne? Oder? Bin ich sicher. Na, ich mache jetzt erstmal hier den Grundstein einfach in. Ich mache den Grundstein einfach erst in Stein und den Rest in Erde. Oder so ähnlich. Lopp. Da haben wir auch unser Erdekügelchen wieder. Ja, das muss auch höher. Jetzt soll ja nichts über die blöde Mauer kommen, ne? Das wäre ja nicht so doll. Und hier kann die Ecke bleiben. Da kann die Ecke bleiben, sehen, wo sie bleibt, meine ich nicht bleiben, wo sie sieht. Das wäre noch seltsamer, wenn sie bleibt, wo sie sieht. Ja. Plop, plop. Plop. Also ich glaube auch in diesem Pflastersteinmäßigen mache ich dann später meine komplette Mauer. Nur jetzt soll es erstmal erdig bleiben. Wir wollen ja nicht, dass da einer rüber hüpft, ne? Nicht von außen, nicht von innen. So, jetzt ist dicht. Jetzt dürfte und müsste keiner mehr rein und rauskommen, außer durch die entsprechenden Türen. Natürlich. Natürlich, durch die entsprechenden Türen, natürlich. Ach nee, Moment, das Ende hier muss ja auch noch. Ja, genau. Hier muss ich ja auch noch dicht machen. Das habe ich hier ganz vergessen. Eine Stadtmauer, die nur halb ist, wäre ja total sinnfrei. Frage, wo habe ich denn hier? Hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Jetzt frage ich mich gerade. Ja, habe ich. Hab ich gemacht. Genau das habe ich gemacht. So. So. Dann haben wir nämlich hier. Glock. Glock. Glock und Block. Ein Stein. Dann haben wir hier schon mal breiteren Weg. Dann muss hier noch ein Stein hin und da eigentlich auch noch, damit das dann hier besser aussieht. Und hier bauen wir erstmal den ganzen Brei aus Erde, obwohl ich muss ja trotzdem, na komm, erstmal den hier trotzdem noch nehmen. Ah! Jetzt klemmt die rückwärtslaufen Straste, die Taste, die. So, allerdings sieht es hier anders aus. Weil hier hat es ja eine ein bisschen andere Form, das Ganze. Allerdings, ja, dann werde ich das Tor hier einfach etwas kleiner machen. Ja. Das Tor, das. Hier weiß ich nicht, wie weit es geht. Da muss ich mal gerade gucken. Schugge. Und wie weit ich das denn überhaupt dann mache. Hier könnte ja auch noch ein Gebäude hin rein. Hypothetisch. Dann könnte ich nämlich eigentlich hier schon mal, wenn ich mir das für die Zukunft vornehme, einfach das abbuddeln hier. Weil dann haben wir nämlich eine Stadtmauer, die direkt am Berg liegt. Was ja auch ganz cool wäre. Und von hier könnte man glatt auch in den Berg wieder reingehen, weil dann könnte ich das mal hier verbinden. Ah. Was sind wir denn da? Da kommt mir aber jetzt aber die Idee, ne? Ja.
könnte man schon in den Berg reingehen, könnte man da. Soll ich das einfach mal gerade spaßigerweise machen? So aus Spaß so. Also so aus spaßiger Weise. Einfach mal gucken, wie weit ich komme. Kann man gleich auch direkt ein bisschen neuen Stein abgreifen. Kies! Oh, Kies. Ein ordentliches Kiesvorkommen. Ist auch mal schön. Ja, dann kriegen wir hier auch mal neuen Kies. Ist doch toll. Obwohl ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Menge Kies. Wenn es mich nicht irrt. Buddel, 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 buddel. Peng, 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 peng. Buddel, 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 buddel. Peng, peng, peng. So. Leider habe ich jetzt keine Fackeln dabei. Ein bisschen doof, ne? Oder habe ich welche? Nee, ich habe keine Fackeln. Ich buddel einfach mal geradeaus und gucke mal, ob da was kommt. Einmal eine Probebohrung machen. Wir suchen zwar nach nichts Besonderem, außer nach einem Gang. Lalalala. Was? Was? Nee, dann, naja. Ich weiß nicht, wie weit ich da rein muss, um da irgendwo anzukommen. Ich habe keine Ahnung. Naja, mache ich erstmal hier weiter eine Mauer, ne? Ach ja, genau. Hopp, hopp. Hopp, jetzt habe ich ja Stein. Wie viel? Pflasterstein habe ich, Pflasterstein. Ja, Bogen brauchen wir gerade nicht. Dann reiße ich das hier wieder ab und mache das lieber aus Pflasterstein. Aus anständigem Material. Plop, plop, plop. Ja. Stein? Stein, wo bist du? Ah, da ist der Stein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 weggerissen. Dann habe ich gerade gesehen, ich habe doch noch einen richtigen Ziegelstein bei mir. Ich wollte hier doch einen richtigen Ziegelstein hinmachen. Hä? Fackel? Ich habe eine Fackel. Ich habe eine Fackel. Könnte ich ja mit der Fackel gleich was anstellen, theoretisch. Obwohl, eigentlich muss hier erstmal Licht. Na gut, machen wir hier erstmal Licht. Ed wird dunkel, wie ich gerade so aus dem Augenwinkel bemerke. Und dann gehen wir mal hier wieder ins Bettchen, ne? Nachts schlafen, 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 schlafen. Lass mich schlafen. Ich prügel jetzt so lange auf meine Bettdecke ein, bis ich schlafen darf, ne? Also, weißt du, also... Das fände ich voll unfair, wenn ich jetzt nicht schlafen darf. Ich will schlafen, ne? Es ist doch dunkel. Oder es wird gerade dunkel. Ja, komm jetzt, lass mich schlafen. Zack. Da schläft er. Ja, er schläft nicht mehr. Er ist schon wieder wach. Kremiert da. Ist er schon wieder wach, der Typ? So eine komische Angewohnheit, schon wieder wach zu sein, ne? Ist hier auf meinem Gebiet noch jemand, der verprügelt werden will? Irgendwer? Nee? Schade. Schade. Sehr schade. Gut. So. Dann mache ich also das hier als Grenze. Gut. Hier ist ja noch Straße. Straße, 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 Straße. Und hier nicht mehr. La la la. Bis ins Wasser. Nee. Hier ist noch Sand vorher. Nicht vorher, sondern davor, meine ich. Und hier mache ich direkt aus Pflasterstein was hin. Dü, 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 dü. Typ, typ. Typ. Düb, düb, düb. Düb.
Und am anderen Ende. Ja, genau, da ist ja eine Erde. Und die Erde soll ja. Ist ja dann. Kann ja ersetzt werden, ne? Soll ja, ist ja dann. Kann ja ersetzt werden. Da. Da. Stadtmauer, eh? Stadtmauer. Statt einer Mauer ist eine Stadtmauer. Oder so ähnlich. Weirgo, was? Schon wieder Weirgo, wo auch immer. Dann mache ich erstmal ein bisschen Platz, um dann wieder erstmal den gebürtigen Pflasterstein dahin zu machen. Der da ja auch hingehört. Der gehört da ja hin. 1, 2. Anständig Pflasterstein hier. Nee, da gehört keine Erde hin. Wo was hingehört, ist Fleisch in meinem Mund. Auch wenn es verrottet ist, ist es egal. Die kleine Lebensmittelvergiftung. Wir haben jetzt zwar noch keinen Dorfarzt, aber... Wir haben zwar keinen Dorfarzt, aber ich bin wenigstens der Doofarzt. Ja, toll. Ich hätte da, wenn ich Stein gehabt hätte, hätte ich jetzt hier schon anständig ein Tor hinmachen können. Wohl. Ist ja Blödsinn, ne? Hier ist ja Stein. Fällt mir gerade so ein. Könnte ich eigentlich sowieso schon dann direkt hier etwas mehr abbauen. Weil irgendwo muss das Zeug ja herkommen, ne? Irgendwo muss es ja herkommen. Aus dem Köhlerbergwerk kommen wir. Wir suchen zwar keine Kohle, aber wir suchen Stein. Ich bin hier der Steinmetz. Ich bin der Obelix des Dorfes. Ich bin ja alles des Dorfes, eigentlich. Ich will zwar keinen Hinkelstein haben, aber was soll's. Ich habe die Funktion von diesen Hinkelsteinen nie ganz verstanden. Wurde die im Comic eigentlich mal erklärt? Ich habe das nie ganz gecheckt, wozu man denn jetzt diese riesigen Steine braucht. Ich meine, zu Deko oder wetzt man daran sein Schwert? Das ist mir nie ganz klar gewesen. Kann mir das irgendwer erklären? Hier. Können wir aushöhlen den Berg hier. Gut, dann habe ich ja jetzt auch nochmal... Ups. Genug Stein, um ins Loch zu fallen, habe ich denn hier jetzt. So. Ja, dann baue ich hier erstmal mir ein Dörrchen. Ein Dörrchen. Frage ist, wie hoch wird das Dörrchen? So, glaube ich, muss auf jeden Fall... C, ja, schleichen. Muss ich erstmal gucken. Ja, ich weiß nämlich nicht. Huch, da haben wir uns gar nicht wehgetan. Warum haben wir uns denn nicht wehgetan? Ich dachte, man tut sich hier immer weh. Ja. So. Ich meine, von außen kann man da ja eigentlich nicht gleich drauf hüpfen. Gut. Verdammt, ich will da aber drauf. Shit, Dings. Bums. Na gut. Dann halt so. Dann halt so. Ja. Hüp. Denn irgendwie muss Dekoration ja auch ab und zu mal sein, ne? Nicht selten, aber schön. Ja, kann ich mit leben. Aua, jetzt juckt's mich. Au. So. Ja. Vielleicht mache ich... Nee, das war, nicht so richtig. Ich mache hier... Ja, einfach noch so ein bisschen breiter das Ganze.
Ich könnte auch theoretisch, aus welchem Grund auch immer, Kopf dagegen hauen, kann ich. Ich kann hier auch einfach ein Tor offen lassen, ne? Also so ein Loch, meine ich, lassen. Vielleicht kann ich da irgendwann einen Lightstone reinmachen. Das wäre auch mal gar nicht so ungeil. Ja, muss ich jetzt erstmal wieder wegbuddeln. Ja, hier buddel ich dann auch schon weg. Hoffentlich habe ich jetzt überhaupt genug von dem Zeug. Also von dem Stein. Achso, ich brauche ja gar nicht springen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hm. Reicht hier 1, 1? 1, 1 dürfte reichen, ne? Lalalala, wir hüpfen übers Tor. Fidralala, so. Warum hüpfe ich jetzt? Ach, verdammt. Spring. 1, 2. Na, das dauert zu lange, wenn ich immer wechsle. Dann mache ich hier lieber gleich das ganz weg. So. Als erste improvisierte Dorfmauer ist das doch gar nicht mal so shitte, ne? Leider habe ich ja hier keine Bewohner derzeit. Ich habe schon mal gegoogelt, ob man und wie man denn vielleicht Leute anlocken könnte aus den NPC-Dörfern, ne? Das wäre ja eigentlich auch mal ganz cool. Ja, was ich jetzt mich gerade frage. Könnte ich hier vielleicht. Könnte ich oder könnte ich auch nicht? Auch nicht so mies, ne? Auch nicht so mies. Plopp. Nee, das sieht behumst aus. Außer man macht da jetzt wirklich eine Fackel oder einen Stein rein. Ein Stein rein. Machen wir dann Stein rein. Aber noch kein Stein. Nee, noch nicht.